ein Tag nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Altelin. Trümmerhaufen überdecken die Kadaver von mehreren 10.000 Schweinen, die bei dem Unglück ihr Leben verloren haben. Noch immer steigt giftiger Rauch aus der Ruine auf, die vorher eine der größten Schweineställe Europas war. Vor der Anlage versammeln sich Tierschützer, die schon seit Jahren vor dieser Katastrophe gewarnt haben. Und bis zum letzten Montag, also vor noch nicht mal 3 Tagen, 17 Uhr, standen wir an jedem Feiertag, an jedem Werktag, an jedem Wind- und Wettertag gemeinsam hier und wollten dieses Unglück verhindern. Gegen die Schweineaufzuchtanlage wurde schon protestiert, bevor sie im Jahr 2012 das erste Mal in Betrieb genommen wurde. Zu den Demonstrationen vor Ort kam mit Erteilung der Genehmigung auch ein Gerichtsprozess, um diese anzufechten. Denn der BUND-MV hat neben Verstößen gegen Umwelt- und Tierschutz auch explizit Brandschutzmängel zur Anklage gebracht und prognostiziert, dass eine Evakuierung der Tiere in so einem Fall unmöglich ist. Zunächst wurde ja behauptet, die Tiere können hier rauslaufen. Das können sie nicht und das machen sie auch nicht, wie wir gestern gesehen haben. Nur ganz wenige waren draußen. Dann wurde behauptet, die Tiere bleiben da drin und wir machen sie mit einer Sprinkleranlage so nass und sorgen für eine rauchfreie Schicht, sodass sie überleben. Das hat offensichtlich ja auch nicht funktioniert und das kann auch nicht funktionieren bei dieser Größenordnung. Und die Tiere sind elendiglich kaputt gegangen. Das haben wir auch in unserer Klageschrift gegen die Genehmigung vorgetragen bei Gericht und hatten dazu einen Tag Verhandlung. Und an diesem Verhandlungstag wurde sehr lange über den Brandschutz gestritten. Wir haben mit einem staatlich vereidigten Sachverständigen über die Explosionsgefahren und Brandentstehungsursachen vorgetragen. Es gab dann keine Entscheidung dazu. Das Gericht hat vertagt und hat bis heute die Verhandlung nicht weitergeführt. Und es gibt auch also keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Genehmigung. Die schlimmsten Prognosen der Tierschützer haben sich am Tag des Brandes bestätigt. Nach aktuellem Kenntnisstand sind über 55.000 Schweine gestorben. Nur etwa 1.300 konnten evakuiert werden. Für die wenigen überlebenden Tiere dauert die Freiheit nicht lange an, denn nach und nach werden sie abtransportiert. Zum Schlachter oder in eine andere Massenhaltungsanlage. Für die Tierschützer ein trauriger Anblick. Ja, die Gefühle kann ich gar nicht so beschreiben. Also es ist total traurig. Es ist einfach kaum zu verarbeiten, das ist krass. Es ist einfach nur grausam. Also ich stand vorhin da und habe gewürgt. Und jetzt höre ich das Schreien aus diesem LKW. Es kommt bei mir eine Wut hoch. Ich muss jetzt, also nicht mehr die Trauer, sondern es ist eine Wut, wie es möglich ist, dass so etwas überhaupt existiert. Man ist so kurz vor den Tränen. Das Herz pocht auch ganz doll. Es ist wirklich eine ganz intensive Erfahrung, hier zu sein und sich das anzugucken. Und da sind jetzt Tausende von Tieren elendig verreckt. Ich finde es sowas von empörend und dass die Politik, dass sie dahinter stehen und sowas gutieren, das ist für mich unverständlich. Unverständlich. Es ist grausam ohne Ende. Also das ist offensichtlich nicht tierschutzkonform, was hier passiert. Das Ausmaß generell, wie groß eigentlich dieser Betrieb ist, das weiß man, glaube ich, auch erst, wenn man davor steht. Und das unendliche Leid, was hier passiert ist, das kann man kaum in Worte fassen. Wenn man sich das vorstellt, dass gerade mal von an die 50.000, 60.000 Schweinen 1.500 überlebt haben. Kein Tier oder kein Lebewesen hat das verdient. Ne? Kein Lebewesen. Das ist keine Tierhaltung. Das sind Fabriken. Das ist nur noch Industrie. Das ist pervers. Wahrscheinlich werden sie einfach nur in die nächste Anlage verbracht und dort eben auch wie alle anderen Tiere in wenigen Monaten vielleicht eben auch geschlachtet. Also es ist keine Rettung. Ja, eigentlich kann man gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte, ne, wenn man das alles sieht. Wir Menschen müssen umdenken einfach, das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich alle. Denkt alle um. Das Schweinefleisch war vor 40 Jahren genauso teuer wie heute. Das kann es nicht sein. Alles andere ist wesentlich teurer geworden. Die Konsequenz muss sein, dass wir umdenken bei dem, was wir sozusagen erlauben. Ja? Welche Betriebe dürfen eigentlich den Betrieb aufnehmen? Wie groß dürfen die sein, um Tiere noch sicher zu halten? Und dieses Beispiel zeigt ganz eindeutig, dass gerade für Schweine eine Haltung in diesem Ausmaß einfach nicht möglich ist. Es gibt keine Brandschutzvorschrift der Welt, die diese Schweine sicher da rausgeholt hätte. Alle gemeinsam haben sie die Hoffnung, dass dieser Vorfall endlich dafür sorgt, dass sich etwas verändert. Laut Anja Hübner von der Tierschutzpartei sollte dafür jeder Einzelne sein Kaufverhalten überdenken.
Ich glaube, es fällt den Menschen sehr, sehr schwer umzudenken und sehr schwer, ihre Verhaltensweisen zu ändern. Denn wir können es eben nur ändern, wenn wir tatsächlich unseren Konsum dementsprechend entwickeln. Das heißt, wenn wir aufhören, Fleisch oder Tierprodukte zu konsumieren oder es zumindest herunterschrauben für die Menschen, die nicht ganz damit aufhören möchten, das wäre schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Zusätzlich ist auch die Politik explizit in der Verantwortung. Dem BUND zufolge darf es keine Genehmigungen für derartige Massentierhaltungsanlagen mehr geben. Erstens muss die Genehmigung für diese Anlage jetzt endlich zurückgenommen werden. Zweitens müssen alle anderen Anlagen, die derart produzieren, es gibt viele in Mecklenburg-Vorpommern mit so großen Tierbeständen, mit diesen industriellen Haltungsmitteln, alle bestehenden Anlagen müssen überprüft werden auf wirkungsvolle Brandschutzkonzepte und es darf keine Genehmigungen für neue Anlagen mehr geben. Ob Altelin nur als ein weiterer Eintrag auf der Liste ähnlicher Vorfälle in Erinnerung bleibt oder tatsächlich zum Anstoß einer großen Veränderung wird, kann nur die Zukunft zeigen.